7 Uhr in einer Küche in Deutschland. Thomas liest Zeitung, Philipp macht sich ein Brot und Anne-Charlotte will sich die Hände waschen. Ups, erst ist das Wasser zu heiß, dann zu kalt. Es dauert, bis an der Armatur die richtige Temperatur eingestellt ist. Und dann ist der 5-Liter-Speicher bereits nach wenigen Minuten leer. Anschließend entweicht Ausdehnungswasser durch die offene Armatur. Warmes Wasser ist erst nach einer Weile wieder verfügbar. Die Ausmaße des Speichers sorgen für Platzmangel unter der Spüle. Drei Wochen später. Die Küche ist neu. Und dabei wurde auch die Warmwasserversorgung auf einen Durchlauferhitzer umgestellt. Perfekt temperiertes Wasser strömt aus der Armatur. Mit der Fernbedienung lässt sich die Temperatur einstellen. Zum Beispiel 35 Grad zum Händewaschen und 48 Grad zum Spülen. Das ist komfortabel und energieeffizient. Und die geringen Abmessungen lassen freien Raum unter der Spüle. Zum Beispiel für ein Abfalltrennsystem. Der alte Speicher wird ersetzt durch den neuen Küchendurchlauferhitzer CFX-U. Statt heißes Wasser zu bevorraten, wird das Wasser direkt auf die Nutztemperatur erwärmt. Heißes Wasser ist jederzeit verfügbar und mit der Fernbedienung lässt sich die gewünschte Temperatur bequem einstellen. Clever!